Hallo, legt alles zur Seite, womit ihr euch gerade beschäftigt, um euch diejenigen anzusehen, die ihre Arbeitsroutine in Kunst verwandeln. Lasst uns loslegen. Das ist einer der Fälle, wo der Prozess sogar cooler ist als das Ergebnis. Ich denke, niemand hat was dagegen, das nochmal anzugucken. Das ist Zebraholz und dieser Meister hat eine tolle Idee, wie man die Maserung noch interessanter aussehen lassen kann, als sie es ohnehin schon ist. Erinnert ihr euch, wie lange ihr braucht, um ein Fenster zu putzen, und schaut euch den Profi an. Guckt euch diesen Zauberer an! Hat er früher etwa in einem Casino gearbeitet?
Warum gilt Renovieren als stressig, wenn das einer der angenehmsten Prozesse ist, den ich je sah? Solltet ihr auf die Idee kommen, das bei euch auf dem Bau nachzumachen, vergesst nicht, euren Kollegen vorher darüber Bescheid zu sagen. Keine Ahnung, was mich mehr beeindruckt. Die Versiertheit dieses Profis oder dass er ohne Handschuhe arbeitet. Bei so schnellen Fingern wäre aus ihr sicher eine gute Pianistin geworden. Zu sehen, wie Feuerwerkskörper hergestellt werden, macht ebenso viel Spaß, wie welche knallen zu lassen. Wird so etwas als intelligente Reinigung bezeichnet?
Geotextilien sind Baustoffe, die nicht nur praktisch sind, sondern auch Spaß machen. Habt ihr auch einen Partner, mit dem ihr euch ähnlich gut versteht wie die beiden? Ich dachte zuerst, er hätte den Teig an ein und derselben Stelle geschnitten. Und jetzt seht euch das Ergebnis an. Guckt euch den Kerl an! Und ich kann mir nicht einmal einen Tee machen, ohne den Tisch zu bekleckern. Eine abgeschlossene Kalligrafie-Ausbildung scheint Voraussetzung für diesen Job zu sein. Was für eine Handschrift! Weiß irgendjemand, wo es solche Stelzen zu kaufen gibt? Ein Loch in eine 2 Meter dicke Eisdecke bohren? Kein Problem!
Beim Anschauen dieses Clips ist mir zweierlei klar geworden. Erstens, wie man einen Schiffspropeller repariert. Und dass ich um nichts auf der Welt in der Nähe eines solchen Monsterdings landen möchte. Schon das Anschauen dieses Clips treibt den Testosteronspiegel in die Höhe. Das ist gar nicht so schwer, dachte ich mir, bevor ich das ganze Bild gesehen habe. Eine geniale Technologie auf der Basis eines Gepäcksausgabebands. Du magst Filme, findest aber nicht immer ein paar freie Stunden? Dann abonniere Salziges Popcorn. Hier verraten wir dir die Plots der coolsten Filme, die du unbedingt sehen solltest. Neugierig? Dann freuen wir uns schon auf die nächste Session. Vergiss nicht, dein Popcorn mitzubringen. Viel Spaß beim Anschauen!